kurz ein Follow Me Around von mir geben. Ihr wünscht es euch ja immer wieder, dass ich euch mitnehme mit der Kamera. Es steht was ganz Besonderes an und hier steht auch jemand ganz Besonderes. Und zwar mein Schatz Maida. Hallo. Schaut mal, wie wunderschön sie ist, das wisst ihr ja. Genau, ich habe die Maida jetzt gerade abgeholt. Wir gehen nämlich heute auf ein Event zusammen. Und zwar auf das Lush-Event. Und die Leute gucken mich total komisch an. Scheißegal. Hallo. Genau, wir gehen zum Lush-Event. Und zwar gibt es eine Neueröffnung morgen im Maizeil. Und da sind wir eingeladen, wir Blogger. Ich bin schon total gespannt. Ich nehme euch mit. Maida, willst du auch was in meinem Video sagen? Hola, ¿qué tal? Hola, chicas. Hola, chicas. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Auf geht's. Wir gehen erstmal shoppen in Frankfurt. Und was essen. Ich habe schon Hunger. Und was essen. Die hat immer Hunger. Ich habe auch immer Hunger. Also wir gehen shoppen. Also, tschüss. Ja. Das ist hier. Aber guck mal, wie lange ich das schon habe. Ist egal. Guck mal. Ist egal. Wie neu ist, dass ich das nicht Ist schon klar, dass du es nicht geklaut hast. Wir sind doch reingekommen, nicht raus. Super. Siehst du, das ist das. Ist es das? Soll ich jetzt? Ja. Alles gut, ja? Nee, alles okay. Das ist gut. Das war das. So, habt ihr das jetzt gerade mitbekommen, was mir passiert ist? Ich habe gerade den Douglas geklaut. Nicht? Ich habe halt einfach mal geklingelt. Ich habe geklingelt. Und die so, ich habe nichts geklaut. Ich habe nichts geklaut. Ja, alles gut. Komm mal zur Seite. Gib mal deine Tasche. Aber der war voll nett. Und zwar an meinem Puder von Bourjois, das ich mir in Kroatien gekauft hatte, war hinten noch dieser Siegel. Also ihr wisst schon, wie heißt denn das? Ja. So ein Magnet. Und das war ja auch schon, also ich habe ja da sogar schon Hit the Pan. Also der hat ja gesehen, dass das schon benutzt ist. Und hier ist Musik. Muss mal kurz Schluss machen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal in den H&M. Heute haben wir beide Perlen an. Voll kindisch. Hattest du Perlen auf deiner Hochzeit an? Ja. Darf man nicht. Klingt Unglück. Ach so, deswegen liebt mich mein Mann nicht mehr. Also pass auf, die Maida hat ja auf ihrem Kanal ein Fashion Haul hochgeladen und die Maida ist voll die Pro-YouTuberin. Und deswegen hat sie mir gerade was ausgesucht. Ich bin schon gespannt, wie es steht mir nicht, dann musst du es anziehen. Kein Problem. Ich habe das ja schon. Also wir stehen an der Kasse, um 5 geht's los. Wir haben noch ein bisschen Zeit, wir gehen aber jetzt noch was essen. Ich habe Hunger. Wir melden uns dann vom Lush-Event. So, und ihr fragt mich ja immer nach meinem Outfit, deswegen zeige ich euch das jetzt gerade mal. Wir sind gerade bei Mango. Hier ist mein Schatzi. Genau, also ich habe die Bluse hier an, die ist von Zara. Die habe ich euch auch schon in meinem Fashion Haul gezeigt. Dann habe ich eine wunderschöne Kette. Schaut mal, wie schön die ist. Und zwar ist die von Leonardo. Ich wusste gar nicht, dass Leonardo auch Schmuck macht. Ich dachte, die machen nur Gläser. Aber die ist echt wunderschön. Schaut sie euch an. Dann habe ich meine Jeans an. Die ist von, gute Frage, New Yorker. Genau, dann meine Schuhe von Schuhtempel 24 und meine liebste Tasche, die habe ich mir letztes Jahr zum Geburtstag gegönnt. Die ist von MCM. Genau, und das war's. Und ich habe noch eine Lederjacke an, die kann ich euch auch gleich noch zeigen. Mein Schmuck von Piper & Jean, wisst ihr ja. Und das war mein Outfit. Sie redet wieder mit sich selbst, die Maida. Ich höre dir nämlich gar nicht zu. Also, das ist meine Jacke. Die kennt ihr, die habe ich euch auch schon gezeigt in einem Fashion Haul. Und zwar ist die von Only, glaube ich. Ja, von Only. Genau. Die mag ich voll gerne. Also, das ist mein Outfit. Und hey.
da draußen ist noch Security, Feuerwehr, alles Mögliche. Also die haben jetzt gesagt, wir dürfen hier rein. Aber irgendwie muss ich jetzt mich erstmal beruhigen und runterkommen. Ich zeige euch mal, was hier draußen los ist. Und zwar ist hier, wie gesagt, überall Security und Feuerwehr. Und ich hoffe, dass die gut auf uns aufpassen und dass wir jetzt mit dem Lush-Event beginnen können. Wir haben hier alles total vorbereitet, aber Mayra und ich, wir müssen uns jetzt erstmal kurz beruhigen. Und dann geht's hoffentlich los mit dem Event. Oder Mayra? Hallo Mayra! Oh, aua! Wir zwei wieder. Jetzt hier drinnen. Der Laden ist wunderschön, also auch das Design, die haben da auf alles geachtet, wirklich. Teilweise ist das Holz ja, wieder recycelt sozusagen aus alten Bauernhöfen und es ist richtig, richtig edel gemacht. Die Florence, die zeigt uns jetzt gleich alles und ich bin total gespannt. Ich bin jetzt ein bisschen runtergekommen und die Mayra quatscht mir in mein Video. Frankfurt, alles bei der Zeit. Okay, also wir machen jetzt hier mal weiter. Packungen ist auch, wenn ihr 5 von diesen schwarzen Töpfen zurückbringt, recyceln wir die für euch und ihr bekommt eine frische Maske. Also das, was ihr gerade auch gemacht habt, bekommt ihr dann von uns. Genau, weich. Und das wirst du auch gleich merken, wenn du das... Hier war ich doch in London und habe Heidi getroffen. Das war so schön, sie hat mich total berührt im Flieger. Ja, das ist so nett. Wir haben die gleiche Kette an, habt ihr das? Entschuldigung. Ich wollte es eigentlich meiner Mutter schenken, aber die fand ich so schön, dass es sie jetzt selber ist. Voll edel. Was macht ihr da hinten? Okay, also wir gehen zur Kasse. Tschüss, bis später. Ich habe jetzt die Mayra heimgefahren und mache mich auch auf dem Nachhauseweg. Ich hoffe, das Event hat euch gefallen. Uns hat es total gut gefallen. Es waren richtig tolle Eindrücke. Der Laden ist richtig cool geworden. Wir sehen uns quasi erst am Sonntag wieder. Jetzt geht mein Radio an. So, und genau. Dann sehen wir uns am Sonntag. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ich wollte euch noch ganz kurz die Produkte zeigen. Und zwar habe ich hier zum einen die Maske, die wir ja selbst gemacht haben mit den Blaubeeren. Wie ihr sehen könnt, schon fleißig in Verwendung. Die ist richtig toll. Dann habe ich mir ein Duschpeeling mitgenommen. Und zwar, schaut mal die Farbe, richtig cool. Mein Peeling ist nämlich leer. Und ich werde euch auf jeden Fall berichten, wie das bei mir so ist. Und über dieses Produkt hier habe ich mich am meisten gefreut. Und zwar ist es ein Reiniger für Gesicht und Körper. Und zwar rückt es den Unreinheiten und dem überschüssigen Talg zu Leibe. Genau, so steht es hier drauf. Die Florence hat mir das ja nochmal explizit erklärt und aufgetragen. Also ich finde es richtig toll. Vor allem ist es total ergiebig. Also da reicht eine Erbsengröße fürs ganze Gesicht. Und ja, das werde ich euch auf jeden Fall noch weiter in meinen Videos vorstellen. Dann habe ich hier einen Trockenshampoo und zwar ist es so, dass das nach Honig riecht. Ihr müsst da unbedingt mal dran riechen. Das ist unfassbar. Deswegen habe ich mich für dieses hier entschieden. Hallo, da bin ich wieder. Neuer Tag, neues Glück. Wir sind jetzt gerade im Schwimmbad angekommen. Meine Mäuse wollen nämlich schwimmen gehen. Ihr wisst ja, wie sehr ich schwimmen liebe. Nicht. Ja, gestern beim Lush-Event, das war richtig, richtig cool. Ich wollte mich eigentlich noch mal melden, aber wir sind da noch ein bisschen rumgelaufen, die Mayra und ich. Und wenn ihr mal in Frankfurt seid, dann geht auf jeden Fall in Maizeil in den Lush-Store. Wir waren ja beim Opening und der Laden, der ist richtig, richtig gut geworden. Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Immer wenn ich in Frankfurt bin, gehe ich ja schon normalerweise rein, aber da jetzt erst recht, weil es wirklich toll geworden ist. Auch das Event war richtig schön, außer die ganze Situation mit dem Wasser. Also da ist Maizeil wohl etwas überfordert. Also so muss es wahrscheinlich Leuten gehen, die Angst haben in dem Moment vor Menschenmassen.
weil es wirklich so war, dass auch Security teilweise sehr rabiat geworden ist. Erst haben sie uns rausgeschickt, dann durften wir wieder rein, dann hieß es auf einmal wieder alle komplett raus, dann kam die Feuerwehr und so weiter. Also es war echt nicht so lustig. Dafür war das Event, wie gesagt, total schön. Und ja, heute, wie gesagt, gehen wir jetzt erstmal ins Schwimmbad. Es hat sich übrigens auch ergeben, dass es in diesem Video eine richtig coole Verlosung geben wird. Dazu kommen wir aber später. Und zu Lukis Zimmer gibt's auch noch eine kleine Neuigkeit, die richtig cool geworden ist. Davon wollte ich euch auch noch berichten. Das Zimmer, das ist leider noch nicht so wirklich fertig. Ich habe total Pech mit Handwerkern. Das wisst ihr ja, wer mir auf Snapchat folgt, der kennt die Geschichte. Und ja, ich hoffe, dass das Zimmer bald fertig wird. Aber diese eine coole Sache muss ich euch unbedingt zeigen. Und jetzt muss ich aussteigen, weil meine Männer schon da vorne sind am Bezahlen. Und ich würde mal sagen, bis später. Wir sind im Schwimmbad angekommen. Mama Schwimmbäder? Nein. Hauptsache, ihr habt Spaß, ne Schatz? Ja. Wie war es im Wasser? Gut. Gut? Der Lissakur ist vorne noch im Wasser, aber ich will heim. Okay. Nein, ihr dürft noch bleiben. Sind wieder da. Ja, wir sind da. Ja, ja, meine feine. Ja, meine feine Bella ist da. Willst du, ne? Willst du Gassi? Okay, Bella will Gassi. Definitiv. Wir sind wieder daheim. Ich bin total fertig. Es ist ziemlich spät. Ich bereite jetzt Abendbrot vor. Meine Mäuse sind draußen auf dem Trampolin. Die sollen dann reinkommen. Während ich das Abendbrot vorbereite, spielen sie ein Spiel zusammen mit ihrem Papa. Darum soll es dann später auch nochmal gehen. Wegen der Verlosung. Und ich wollte euch ja noch wegen Lukis Zimmer ja, unser neues Projekt zeigen, das super gut gelungen ist. Ich würde sagen, wir gehen jetzt gemeinsam mal runter, dass ich es euch zeigen kann. Und dann gehen wir gemeinsam in die Küche. Übrigens die Schuhe, ne? Da haben mich jetzt ganz viele auf Snapchat gefragt. Da ist übrigens wieder die Bella. Die habe ich vom Deichmann. Die sind richtig cool. Die habe ich ganz neu gekauft. So, jetzt gehen wir auf die untere Etage zu den Kindern. Da wurde ich auch gefragt, was hier unten ist. So, jetzt ist Lukis Zimmer. Wir machen mal das Licht an. So, da ist Lukis Zimmer und da zeige ich euch jetzt, was los ist. Mal die Jalousien hochfahren, ne? Damit ihr hier überhaupt was seht. Und zwar geht es um diese Tür, was hier hinten dran ist. Jetzt fahre ich aber erstmal die Jalousien hoch. Absolutes Chaos in diesem Zimmer, weil es ja noch renoviert wird. Wir müssen noch warten, bis es hochfährt und dann zeige ich euch die tolle Neuigkeit. Und während die Jalousie hochfährt, kann ich euch noch das Hauptproblem dieses Zimmers zeigen. Es fokussiert nicht. Moment. So, jetzt seht ihr es. Seht ihr diesen Riss? Und der muss eben noch gemacht werden, sonst kann ich hier nicht streichen und nicht weitermachen. So, und da ist unser neues Schmuckstück. Oh mein Gott, ich bin total verliebt. Und zwar ist das eine Klebefolie, hier speziell jetzt für die Tür von der Firma Creatisto. Die haben ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ihr könnt ganz viele IKEA-Möbel zum Beispiel bekleben, ganz verschiedene Möbel. Es gibt Fliesenaufkleber zum Beispiel für Handys, für Laptops. Ihr könnt auch alles selbst gestalten zum Beispiel, auch richtig cool. Der Gianluca hat sich hier für diesen Skater entschieden, weil der Gianluca ja mehr auf dem Skaterplatz ist als zu Hause, übertrieben jetzt gesagt. Deshalb finde ich es richtig cool und er auch. Ich habe es zusammen mit Max dran geklebt. Es war super einfach, wirklich total easy. Und ja, die Wand hier wird natürlich noch gestrichen. Das passt nicht dazu, genau wie die Wand hier noch gestrichen wird. Und ich finde es richtig genial. Schaut da auf jeden Fall mal auf der Seite vorbei, wenn ihr noch was Kreatives sucht. Ich habe jetzt noch überlegt, vielleicht hier an diesen Schrank was zu machen, im Gianlucas Style, dass ich mir da vielleicht noch was bestelle. Aber ja, von der Tür bin ich schon mal total begeistert. Der Gianluca, der hat ja heute Geburtstag und als er reingekommen ist, hat er total gegrinst, weil natürlich Skateboard, ne, und Halfpipe hier. Richtig genial. Also falls ihr noch sowas sucht, wenn ihr zum Beispiel ältere Möbel habt oder IKEA-Möbel, die ihr einfach aufhübschen wollt, dann schaut da mal vorbei auf der Internetseite von Creatisto, wie gesagt. Es ist super easy und wir lieben es. Ich hoffe, dass das Zimmer jetzt wirklich endlich Gestalt annimmt, dass vor allen Dingen diese Farbe hier wegkommt und dass hier eben schön die Farbe hinkommt und ja, dass es endlich alles ganz toll aussieht. Aber der Skater ist doch richtig cool, oder? Könnte mein Lucky sein. Voll schön geworden, die Tür, oder? Bin richtig stolz. Da ist die Bella. Wir rufen jetzt mal die Mäuse. Die müssen nämlich jetzt reinkommen zum Abendessen. So, da sind sie. Lassie, wir müssen dann rein. Es gibt Abendbrot. Bist nicht müde zu kriegen, ne? Nee. Ist ja Wahnsinn. Super.
Komm, der Papa will mit dir nochmal dieses Spiel spielen. Caps. Das mit den Caps, genau. Ja. Das ist voll cool. Ja. Also. Super, machst du das. Einmal noch, komm. Super. Geh mal rein. Ja. Nicht kaputt zu kriegen. Also, hopp, Hände waschen. Meine Kinder spielen schon schön und sie lieben dieses Spiel. Und zwar erkläre ich es euch mal kurz. Jeder bekommt 5 solcher Cups, die haben verschiedene Farben. Und dann hat man hier eben diese Spielkarten, die man dann aufdeckt, eben nacheinander. Und die Karten geben vor, ob man sie eben stapeln muss oder nebeneinander legen muss, die Cups. Und hier ist natürlich Schnelligkeit und Geschick gefragt und der Fun steht natürlich im Vordergrund. Also meine Kinder lieben es. Der Alessandro, der ist immer unser Abzocker, wie ihr sehen könnt. Er hat jetzt schon die ganzen Karten gewonnen. Und ja, die haben eben total viel Spaß. Das Spiel, das hatte ich jetzt auch heute im Schwimmbad mit dabei. Und genau, jetzt spielen sie eine Runde weiter. Fertig mit Abendessen. Jetzt kommen wir aber wie versprochen noch zur Verlosung. Und zwar schaut mal unten in der Infobox. Da ist ein Link von Amigo Spiel und Freizeit GmbH. Da könnt ihr drauf gehen und könnt euch ein Gesellschaftsspiel aussuchen. 3 von euch haben dann die Möglichkeit, dieses Spiel zu gewinnen. Schreibt mir das Spiel, das ihr haben möchtet, in die Kommentare. Ich unterstütze sowas super gerne. Ihr wisst, dass wir Gesellschaftsspiele lieben. Ich habe immer eins dabei in der Handtasche, im Auto, egal wo, weil ich das immer mit meinen Kindern dann spiele. Keine Sorge, wenn ihr auf den Link geht, verdiene ich kein Geld. Also wie gesagt, ich möchte es nur dazu sagen, ich unterstütze das und deshalb auch dieses Gewinnspiel. Die haben übrigens auch einen YouTube-Channel, was ich richtig cool finde. Ich war nämlich da drauf und habe mir das Spiel mit diesen Cups eben da auf YouTube sozusagen angeschaut. Das war es jetzt soweit von meinem Video. Ich hoffe nicht, dass es zu lang geworden ist. Ich bin so eine Labertasche. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst es euch gut gehen, meine Lieben, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!